So, hi Leute, heute mal von daheim, nicht aus dem Obstgarten. Wir haben unser neues Auto bekommen, höher gelegt, 4x4, also Vierradantrieb, schönes Gefährt, um ein bisschen Expedition zu machen, klasse Teil. Ich möchte ja im August 2 Wochen den Laden zumachen und fahre dann selbst mal wieder mit dem Zug nach Schweden und werde dann wahrscheinlich da den Herrn Erdmann mit meinen Eltern mit hier ihrem Mobil treffen und werde da oben so ein bisschen eine Tour machen und bin jetzt so am Zusammenstellen, was nehme ich denn überhaupt mit. Also gedacht war eigentlich, ich möchte die Tour nicht mehr so groß machen, wie es mal war, dass ich da für 2-3 Wochen Essen im 75, 80 Liter plus Rucksack rumschlepp, sondern ich möchte Urlaub machen. Ich möchte auch nicht meine 30, 35 Kilometer am Tag laufen, sondern einfach mal ruhig Urlaub machen. Natürlich laufen, natürlich mit dem Rucksack, natürlich unterm Tarp, gegebenenfalls Hängematte, obwohl ich die wahrscheinlich daheim lasse. Einfach nur mal runterkommen und mal weg. Wer mich kennt, für mich fängt der Schweden eh so ab Mittelschweden, Jämtlandsland an, also auf Höhe Östersund und nördlich. Alles, was südlich ist, ist zwar auch wunderschön, aber da spare ich mir die paar hundert Kilometer. Wir kommen ja hier aus Bamberg, also aus dem Frankenland. Und da kann ich dann auch an die Mecklenburgische Seenplatte fahren. Da habe ich fast dasselbe wie in Südschweden. Also wie gesagt, für mich fängt es erst ab Östersund an und dann nördlich, also ab dem südlichen Lappland geht's los. So, mit einem 30-Liter-Rucksack, weil ich möchte alle 2 Tage in irgendein Dorf kommen und dann wieder Essensvorräte auffüllen. Wird es ja wahrscheinlich nicht klappen mit dem Savotta Jekeri M, sondern ich werde wahrscheinlich den L nehmen, den 55 Liter, weil ich muss ja auch, ich denke zumindest, ihr wollt auch, dass ich ab und zu mal ein Video mache, da muss ich Stativ mitschleppen und. Solarpanel, Powerbank, um das Zeug wieder aufzuladen. Deswegen klappt es nicht ganz mit dem 30 Liter Rucksack. So, jetzt bin ich aber bei der Planung. Und heute geht es um Isomatte. Welche Isomatte nimmt der Tobi mit? Also wir hätten einmal hier die Climate Static V2. Liegefläche ist 1,85 m x 60 cm Breite. Die ist jetzt nicht isoliert, da es im August losgeht, braucht man da jetzt nicht wirklich große Isolation. Das soll es auch in der Nacht warm genug sein, bis 2 Grad. Passt die optimal. Kleines Packmaß, 470 Gramm. Die werde ich aber nicht mitnehmen. Zur Auswahl hätten wir auch noch die Expat Synmat Hyperlight MW, also sehr kleines Packmaß auch wie die Climate. Geht bis minus 4, minus 6 Grad, glaube ich, ist sie isoliert. Ich bin aber von der Exped jetzt nicht so mehr überzeugt. Die war damals, wo ich sie mir gekauft habe, schweineteuer. Habe sie auch nur mit diesem Schnotzelbag, also mit diesem Pumpsack aufgepumpt, um keine Atemluft in die Matte hineinzupusten. Und trotzdem hat sie innen das Schimmeln angefangen, obwohl ich sie auch immer offen, ich lage alle meine Sachen nicht so verschlossen, sondern immer offen. Und immer auch, dass das Ventil offen ist, dass Luft zirkulieren kann. Aber trotzdem hat sie Schimmeln angefangen. Und mir ist auch eine Verklebung aufgegangen. Da habe ich jetzt immer so eine Beule drin. Teures Geld bezahlt. Aber leider, ja, naja. Also die nehmen wir auf jeden Fall auch nicht mit. Dann haben wir noch Thermarest. Habe ich jetzt hier gerade vergessen. Müsste noch drin in der Wohnung liegen. Nehme ich auch nicht mit, sondern ich nehme mit die Savotta-Matte, ja, großes Packmaß, 970 Gramm, nicht wirklich leicht, aber warum nehme ich die mit? Und zwar, Östersund und nördlich, kann es auch mal sein, dass es richtig steinig ist und dass man jetzt nicht unbedingt einen schönen, geraden Liegeplatz findet. Natürlich kann ich auch hier bei der Climate, wie ich sowieso mache, die Elefantenhaut
unterlegen, aber die möchte ich mir eigentlich auch sparen. Und hier bei der Savotta ist es mir relativ egal. Ja, natürlich nicht solche Steine, aber es ist mir trotzdem relativ egal, wenn der Untergrund ein bisschen steinig ist. Wir haben hier 1,2 cm dicke Liegefläche, also von der Höhe her 1,2 cm. Breite ist die jetzt 50 cm breit, also schon schmal, aber für mich, wie man sieht, vollkommen ausreichend. Und wir haben an der Seite, erstmal die Länge ist 1,90 Meter und wir haben an der Seite schöne Flaps. Was sind Flaps? Machen wir mal die Matte auf. Also ihr habt hier diese Liegefläche. Hier, die ist schön rau auch gehalten, damit sie nicht so rutscht. Und rechts sowie links haben wir 25 cm überstehend praktisch diese Flaps, wie sie sie nennen. Wasserdicht ist die ganze Matte von unten. Ja, wasserdicht. Und das ist halt schön, wenn es mal wirklich nass ist oder sonst was. Und man rollt sich doch mal auf die Seite, was ich eher nicht mache, aber kann ja mal passieren. Und man liegt vielleicht jetzt nicht hundertprozentig auf der Liegefläche, ist man nicht sofort im Nassen drinnen, sondern hat hier noch an der Seite rechts und links so einen Schutz. Gewicht ist von dem ganzen Ding 970 Gramm, also kein Leichtgewicht, während die anderen hier, die Climate wiegt 470, bei der Exped weiß ich es jetzt nicht auswendig. Die Exped ist, glaube ich, noch mal ein Stückchen leichter, die Hyperlite. Genau, also wir nehmen definitiv die Savotta, werde ich mitnehmen. Die passt auch beim Savotta Jäger M, den ich sonst immer als täglichen Rucksack habe, passt die auch locker drunter. Da sind die Zurbänder lang genug, um die drunter zu schnallen. Beim Jäger L, den ich wahrscheinlich mitnehmen werde, sind die Bänder natürlich auch lang genug. Sonst, wenn ich oben in Schweden unterwegs bin, habe ich natürlich eigentlich, wie ich sonst mit Touren gemacht habe, keinen Savotta-Rucksack oder sonst was mit dabei, sondern Trekking-Rucksäcke, weil die natürlich schon vom Gewicht her selbst um einiges leichter sind, während diese Militär-Rucksäcke sind wir halt bei 2 Kilo aufwärts schon allein nur der Rucksack. Und wenn man Nahrung und so weiter für 2 bis 3 Wochen mitschleppt, dann überlegt man sich das zweimal, ja, was man da wirklich benutzt und ob man das Ganze auch wirklich tragen möchte bei 30, 35 plus Kilometern am Tag. Aber da ich dieses Jahr eher einen ruhigen Urlaub machen möchte und auch einmal 1, 2 Tage vielleicht an irgendeiner schönen Stelle sein möchte, darf es der Savotta-Rucksack sein, weil da ist mir das Gewicht dann relativ egal, nachdem ich ja eh alle 2 Tage in irgendein Dorf oder sowas rein möchte und mal im Dorfladen wieder Nahrung auffüllen möchte, sollte das reichen. Aber dazu kommen wir dann noch, wenn es dann soweit ist, im August. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag und wir sehen uns. Wir schauen jetzt, dass wir hier das Auto noch einräumen, was wir alles so brauchen. Falteimer, was weiß ich was, hier Insektenzeugs und Töpfe und was weiß ich was, was man halt alles so ein bisschen braucht unterwegs, das machen wir heute. Deswegen heute von daheim und nicht aus dem Obstgarten. Jawohl, wir sehen uns. Ciao Leute, euer Tobi.